So Leute, willkommen zurück zu Let's Play God of War 2. Was haben wir das letzte Mal? Das letzte Mal haben wir den Phönix, glaube ich, befreit. Das heißt, wir können hier rauflaufen, oder? Ja, sieht danach aus. Also es ist so, wir können hier rauflaufen. Und das müssen wir, glaube ich, auch tun. Und jetzt benutze ich einfach mal den Schicksalssperr ein bisschen. Weil, wie gesagt, eigentlich ist er ganz cool, aber ich mag die Chaosklingen lieber. So, Moment. Wollen wir die eigentlich mal verstärken? Komm, wisst ihr was? Hier, Schicksalssperr. Wir verstärken die einfach mal. So, wir haben ja genug rote Orbs. Erhöhter Schaden und unglückselige Überreste. Hm? Das klingt cool. Aber verstärken wir nochmal den Schicksalssperr. Was bekommen wir dann? Wir bekommen erhöhten Schaden und wechselnder Hieb. Cool, cool, cool. Oh, schon maximal. Okay, das ist gut. Nee, wieso habe ich jetzt wieder die Chaos-Klinge? So. Okay, das ist schon mal nicht cool. Das, naja, geht so. Okay, vielleicht hätten wir den Sperr doch nicht verstärken sollen. Obwohl, ja, so schlimm ist der Pack. Ah, da bleiben so. Moment. Yeah. Das macht Spaß. So, komm. Wir können so natürlich mit diesen Teilen herumschießen. Das ist cool, aber ja, nicht unbedingt nötig. Aber wenn man es schon hat, dann hat man es halt. Und jetzt benutze ich halt ein bisschen den Sperr, den Hammer. Mag ich ehrlich gesagt nicht so sehr. Oh, hier ist sicher was. Hier ist 100 Pro was. Ja, hier ist eine Truhe mit roten Orbs, denn die holen wir uns. Und damit haben wir wieder ein paar rote Orbs mehr. Hier sind noch mehr rote Orbs. Ganz cool. So, damit haben wir noch mehr rote Orbs. Und hier ist ein Schalter. Den betätigen wir mal und gehen nach oben, glaube ich. Yeah, wir gehen nach oben. Sehr schön. Und wir sind wieder bei dem Platz dort. Okay. Ins Feuer müssen wir natürlich nicht gehen, okay. Müssen wir hier weiter? Geht's hier weiter? Ah, sehr schön. Okay. Sie haben die Tür mit dem Gruß des Boreas geöffnet. Das finde ich sehr toll. Das heißt, wir können hier auch durchgehen, wie ich vermutet habe. Natürlich habe ich es vermutet. Und dort habt ihr die Kiste gesehen, die holen wir uns natürlich, die Truhe. So, und die ist voll der roter Orbs. Das ist ganz schön. Das heißt, wir bekommen noch mehr rote Orbs und klettern jetzt erstmal hier diese Kette hoch. So, und was ist hier Schönes? Hier hat es doch bestimmt auch noch was. Nee, hier auf jeden Fall nichts. Hier hat es Mana. Brauchen wir Mana? Jo, Mana können wir gut gebrauchen. Nehmen wir ein bisschen Mana. Ach komm, das Leben nehmen wir auch mit. Ich habe wenig Zorn des der Titanen-Power, wie ich gerade sehe. Gut, und was könnten wir jetzt hier machen? Vielleicht reinblasen, wer weiß, machen wir es einfach mal. Jetzt ist der Phönix endgültig aus der Asche entsprungen. Oder entflogen, wie man will. Okay, wie es aussieht, müssen wir dort zu der Tür. Können wir von hier? Ah, natürlich nicht. Okay, dann wahrscheinlich einfach hier rauf, oder? Jo, so. Okay, kein großes Rätsel, einfach hier rauf, hier rüber. Und dann kommen wir schon zum Tor dort oder zur Tür oder einfach zum Durchgang. Moment, ist das mein... Ja, das Mikrofon ist an. Tut mir leid, ich muss immer wieder mal nachschauen, weil bei den Zwischensequenzen schalte ich das Mikrofon aus. Die Kette müssen wir, wie es aussieht, die Ketten müssen wir zerschlagen, sonst würden sie ja nicht so glänzen. Wie tun wir es? Okay. Okay, okay. Einfach mal hier dran ziehen. Okay, gut, wir wissen wahrscheinlich schon, was wir machen müssen. Hier einfach raufklettern und uns dann an der Decke entlanghangeln.
und die Ketten dort zerschmettern. Los, komm, Kratos. Hier ist die erste Kette, wie ihr seht, die zerstören wir. Damit bekommen wir eine, also wir bekommen noch nicht, aber bald bekommen wir dann eine Kiste voller roter Orbs. Und was ist hier drin? Eine Säule, die wir verschieben können. Gut, holen wir uns jetzt mal die roten Orbs hier. So. Und... Hä? Kommen wir... Wir kommen nicht zurück. Okay. Schieben wir mal die Säule raus. Vielleicht ist hier noch was. Moment. Ist hier was? Nee. Hier ist überhaupt nichts. Und... ich weiß schon. Ich weiß schon. Ich kann mich daran erinnern. Hier nochmal dran ziehen. Dann geht... Oh, dann sind noch ein paar Gegner hier. Hallo Gegner, wie geht es euch? Euch habe ich jetzt eigentlich nicht erwartet. Nehmen wir mal wieder den Schicksalssperr. Und erledigen sie mit dem Sperr. Also kommt es mir nur so vor, oder kann es sein, dass der Schicksalssperr tatsächlich mehr Schaden macht als die Klinge der Athene? Kann das sein? Wisst ihr das zufällig? Also mir kommt es jetzt durchaus so vor. Aber ich kann mich natürlich auch irren. Wer weiß, wer weiß. Auf jeden Fall, ja, benutze ich ihn jetzt halt mal, auch um ein bisschen Abwechslung reinzubringen. Ist ja irgendwie langweilig, immer mit den Schicksalsklingen. Mit den Klingen der Athene zu spielen. Spielen wir halt mit dem Schicksalssperr, mit dem riesigen Zahnstocher. Und hier müssen wir die Säule hinstellen, damit das hier den Weg blockiert. Ja, und jetzt wegziehen, oder? Ja, genau. Und was jetzt? Was jetzt? Ah, dort oben habt ihr die Kette gesehen. So, Moment. Nee, wir können nichts mehr zerstören hier. Gut, dann können wir aber die Kette hier oben zerstören. Yes, sehr schön. Gut, dann... Okay. Die Säule können wir nicht mehr mitnehmen, wie es aussieht. Ich dachte, die brauchen wir. Brauchen wir aber anscheinend nicht. Kurbeln wir mal an dieser Kurbel und schauen, was hier so rausgekurbelt wird. Okay. Die Säulen hieven in die Höhe hinauf. Und bleiben dort auch, wie es aussieht, hoffentlich. Okay, braucht Leben? Nee, braucht nicht unbedingt. Gehen wir mal hier rein. Hier können wir nochmal dran gucken. Also, Moment. Hier, kommen wir hier hin? Gut. Okay. Hier kommen wir hier hin. Aber ich will nochmal hier nach rechts gehen, denn hier hat sich auch was Tolles. Jupp, hier hat es eine Truhe mit roten Orbs. Sehr schön. Und das war es, glaube ich, auch schon. Weiter können wir... ich kann die Kurbel nur in eine Richtung drehen, wie es aussieht. Aber drehen wir es jetzt hier hin und gehen hier durch. Hallo, wer bist du? Kann man sich nicht erstmal vorstellen, lieber Unbekannter? Okay, er will uns auf jeden Fall die Kehle durchschneiden. Oh, komm. Dieser böse Junge, hau ab. Hier. Hey. Komm. Wieso macht ihm das keinen Schaden? Ich dachte, diese... Teile sollen ihm Schaden zufügen. Hallo? Hallo? Okay. Auf jeden Fall ist das ein... Was hat er jetzt für einen Move gemacht? Mit dieser Bling-Bling-Effekt. Los, wir töten ihn einfach mal. Aber das sieht ziemlich episch aus hier mit den Umrissen, die man nur sieht. Ich schickte dich zurück nach Sparta. Ist Sparta ohne Verteidigung? Sparta ist nicht mehr. Wer hat das getan? Zeus. Er kam unter dem Mantel der Dunkelheit nach Sparta. Nach dir. Sie flehten ihren Gott um Rettung an. Doch du kamst nicht.
Ich hatte keine Wahl. Ich musste die Meuren aufsuchen, um das Schicksal von Sparta zu ändern. Denn nur ich bin noch übrig. Jetzt bist nur noch du übrig. Ich vertraue darauf, dass der wahre Gott des Krieges unsere Brüder in Sparta schützen wird. Zeus! So trittst du mir entgegen, Feigling! Ich war einmal ein Knecht der Götter. Komm herab und tritt mir entgegen, Zeus! Okay, woher kommt dieses Hentai-Monster? Keine Ahnung, auf jeden Fall kennen wir den Typen hier. War dort ganz... Wieso kann ich nichts machen? Er war ganz am Anfang dort, als uns Zeus niedergestreckt hat, war schon dort und wir haben ihn halt nach Sparta geschickt. Alles ist verloren, Kratos. Du musst weitermachen. Es steht viel auf dem Spiel. Ich bin nicht stark genug. Du wirst siegreich sein, Kratos. Doch du musst dein Schicksal selbst in die Hand nehmen. Es steht ein Krieg bevor und du musst uns in diese Schlacht führen. Und wofür? Um Zeus zu töten. Wenn du aufgibst, wird Zeus dich weiter quälen. Er wird nicht ruhen, solange du lebst. Und wenn du stirbst, wird sein Bruder Hades deine Seele bis in alle Ewigkeit quälen. Du findest keinen Frieden, wenn du ihn nicht tötest. Nimm das Feuer, das dein geliebtes Sparta verzehrt hat, in dich auf. Es wird deinen Zorn nähren und dich auf dem Pfad deines Schicksals vorantreiben. Es ist Zeit für dich zu handeln, Kratos. Diese Schlacht ist erst der Beginn eines kommenden großen Krieges. Zorn der Titanenverbesserung. Sehr schön, damit ist unser Zorn der Titanen etwas besser geworden. Und wir können uns hier befreien. Gut, aber unser armer Krieger, also das ist wirklich ein tapferer Mann. Er hat sich für seinen Herren, für seine Stadt eingesetzt. Und wie es aussieht, müssen wir dort den Gegner auf die Stirn hauen. Und ich weiß auch schon, wie man das tut, indem man unseren... Okay, wisst ihr was? Wir sehen das erst im nächsten Part, denn es reicht eigentlich für diesen Part auch schon. Sparta steht in Flammen. Unser treuer Gefolgsmann wurde niedergestreckt durch unsere eigene Hand. Das müssen wir erstmal verkraften. Vielleicht schaffen wir es bis zum nächsten Part. Man wird es sehen. Auf jeden Fall bis zum nächsten Part, Leute. Man sieht sich. Schönen Tag noch. Und tschüss.